Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für Tusiem General. Ich spreche heute über Basisalgorithmen. Und zwar holen wir als Beispiel das Buchbeispiel, was wir schon an den Arraylists benutzt haben. Voilà, wir hatten ja eine kleine Bibliothek für Bücher. Also probieren wir mit dem Beispiel ein paar Algorithmen anzufeiern, die wirklich bei der Liste ganz wichtig sind. Den einen aus Mayen rechnen, das ist zum Beispiel von allen eisernen Seiten. Von den Büchern, die haben, der kleinste oder der größte Buch an ein Buch herumfangen. Was verstehst du an der kleinste oder größte Buch? Zum Beispiel. Auch Seitenzahl oder? Seitenzahl. Wir können doch tatsächlich mal den Preis machen. Okay. Können wir ein paar probieren, dann haben wir ein paar Varianten. Okay. Das beginnt von dem Beispiel aus, wie nass. Wir brauchen einfach Knäppchen beizufügen, das geht. Der nächste Knäppchen, den ich will, den aus den Einfluss, also effektiv die Moyenne rechnen. Den hier hin, voilà. Ich meine, die ein bisschen mit klang, das haben wir noch keinen Platz. Compute Average, auf Englisch, Pages, Page Numbers, Page Number. Ein bisschen mit groß, und jetzt mit groß für Schrott. So, und draufklicken, dann fertig, also man kann abhaken und hingehen. Wäre das so. Da wäre jetzt kein Algorithmus, oder? Kein Algorithmus. Leider müssen wir alles selber programmieren. Okay. Weiter, gehört eben dazu. Doppelklick drauf, kann man von einer Lektion, da kann ich direkt eine Methode, die abgerufen wird, wenn ich auf den Knöpfchen klicke. Für die, die schon schlau sind, schon lange erfahren. Die schon irgendwie von den Videos geguckt haben, ja? Ja, du hast selbst nicht klar und gut aus, dass den J-Button ähnt. Wir haben gesagt, das ist nicht schön. Wir werden direkt auch eine richtige Variable nehmen. Jetzt Mausklick, Change Variable Name. Aber wir gehen hin mit Num. In dem Fall aus Average Button. Jetzt sollen wir raschen. Okay. Average. Voilà. Da ist dann also eine Methode. Was denn? Add, Remove, Booklist, ist Average. Selbstverständlich müsst als Main Class, das ist ja der Controller oder Tü, die kann das nicht rechnen. Nee, die soll das doch nicht, oder? Voilà. Das, wen kann überhaupt rechnen? Das ist als Bibliothek, das ist Class Library. Im Prinzip will man so etwas wie. Das war der falsche. So. Ups. Du hast den Mac an der Face, ja. Das ist kein. Nee. Library. Ja. Punkt. Get oder Compute Average. Diskussion aus nach immer. Ich nenne den dann in diesem Fall. Compute Average. Compute Average. Klammer auf, Klammer zu. Und der Resultat. Den Object Library war es ja. Voilà, das war da, wo wir die Bücher, das Modell für die Bücher gespeichert sind. Die Moyenne ist normalerweise ein Kommazahl. Dann nehmen wir den Average Ausgleich. Das ist das Prinzip. Gut. Die geht das noch nicht. Wir haben den Modell noch nicht gemacht. Da muss man den noch halt programmieren. Dann haben wir das direkt. An der Class Library, also Modell, da sind die Bücher an einer Lösch dran. Und dann machen wir einfach eine neue Methode. Public, als Resultat ein Double. Compute, Average, kein Parameter, da braucht ihr keine Information. Nein. Ups, den tun. Voilà. Double, Res. Einen direkten Wert, egal ob den Sinn geht oder nicht, momentan, als ist für ein Gerüst. Okay? Die üblichen Sachen, ja. Voilà. Du hast die üblich vor, wie raschen denn ein Moyen? Ja, du brauchst 12 von den Elementen geteilt durch, nee, Quatsch, war Zum von den Seiten geteilt durch 12 von den Büchern. Ganz genau. Das ist nicht kompliziert. Nein, nicht wirklich. Nee. Wenn ihr gedehlt durch, müsst ihr fragen, die ein bisschen Informatik programmiert, wird direkt Alarm gehen, dividiert durch, das ist gefährlich. Und in dem Fall durch gedehlt durch 12 von den Büchern. Was könnte da schief gehen? Wenn ich nach Kebora gehen will. Wenn ich nach Kebora gehen will. Dann hast du 12, 0 und dann kommen wir in Division par 0. Das heißt, was ist das als Resultat? Wenn ich Kebora gehen will, was ist die Moyenne? Wissen wir nicht. Ja, no, nicht definiert. Nicht definiert. Ich kann auch dann, egal wie, als irgendein Resultat herumgehen.
is empty. Wenn das der Fall ist, ja. Vielleicht für die Lektion von Fidon in ihrem Kapun Albux war als den Umfang, also löscht. Ne? Dass der löscht, genau, den Attribut nimmt. Den Attribut nimmt. Bücher gespeichert, ganz genau. Return, ja, kann ich da tun zurückgehen? Ja. Macht dann erst vielleicht Wäsch, das kriegst du direkt die Fehler. Ja. Kann ich null? Ja, moin null. Das gibt aber nicht viel Sinn. Ganz oft möchte ich dann einen negativen. Minus 1, ja. Minus 1 für zu tun. Ist schon nicht. In diesem Fall will ich etwas anderes. Ich will das tun, drücken. Für zu tun. Ist schon effektiv nicht. Da muss man hier, am Platz, klein machen wir großen Double, dass wir mal so Sachen schaffen. Das geht doch. Okay. Machen wir aber 0 hier und dann. Ja. Das ist ein klein froh. Ja. Du hast für drin am Mainframe hast du Library klein geschrieben, mit, wo hast du den Objects nun schon mal? Da. Ja. Wo könnt ihr dort 4? Die könnt ihr werfen. Das ist ein Modell. Ah, da, das ist gut. New Library Altheit, das ist gut. Den hatte ich nicht mehr im Kopf. Das ist der Modell, ganz genau. Und den froh mal, raschen wir, wenn ich klifft mal hin. Okay. Das ist da haben wir auch als Resultat der großen D. Für Double. Das ist, wir schaffen mit Objekten. Ja. Nicht mit Zwillen, sondern mit Objekten. Wir müssen erst leben, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr. Voilà. Okay. Das ist am Anfang das, was wir wollen. Bon, ich behalte hier kein Objekt, weil wir hier brauchen nicht. Für den Zum zu rechnen, brauchen wir kein Objekt, wir können auch ruhig mit Zwillen schaffen. Voilà. Und hier möchte eine automatische Konversion zwischen Zwillen an Objekten, die Zwillen beinhalten, möchte ich automatisch zum Glück, ja. Autoboxing und ja. So. Voilà. Lo, wie machen wir morgen als Jo zum? Von allen Seiten. Gedeelt durch den Zwillen. Ja. Wir können schon hier aufhängen, so etwas zu schreiben. Sum gedeelt durch al books.size. Sie meinst du eins? Ja, das haben wir für Druck gesehen. Voilà, das ist dann mein Schau. Hi, Sam. Aber bei uns haben wir den Algorithmus schon gesehen. Zwar für Zwölen, die zum Beispiel random generiert sind. Zufallszwölen, mit dem Prinzip läuft das selbe. Ah, das war die Sache mit Sam, Sam plus I. Voilà. Ja. Hi, so ungefähr das selbe. Ich muss aber dafür Seitenzwölen von all den Büchern sehen. Ich muss die Seiten zu zurückgehen. Voilà. Dafür muss ich mein ganz Lust parkurieren, durchgehen. Schenk beim ersten Buch. Stück für, ja. Wenn ich die Seiten zu addieren ist das. Dann das zweite Buch, addieren ist das so. Dann das dritte Buch, addieren zu das so und so weiter. Das ist mir brauchen ein Schleif. Das ist ein ganz banaler Schleif. Kleines Pass. Wo fängt man an? Beim ersten Element. Aufgepasst. Elemente sind mit Null indexiert. I mehr klein wie albooks.size an i++. Und dann haben wir hier einen kleinen so etwas. Voilà. Seiten umkriegen wir mit das hier. albooks.get i. Da ist der Buch. Punkt. Ja, und dann Seiten 12, get number pages. Du nicht Seiten. Super. Was meine ich mit dem Wert? Ich hatte mir schon gesagt, bei dem muss ich bei der Sum addieren. Das ist meine Addition, ein Sum, wie wir das letzte Jahr auf uns gesehen haben, von all den Seiten. An den Wert gehe ich dann einfach rum. Ja, gut. Können wir das probieren. Probieren wir das. Start also Programm. Voilà. Was machen wir auf? Dann machen wir Publisher. Der Buch A. Der Buch B. Und am Autor A. Und an der Seite 12 von 10. Voilà. Da steht dann die Lust, diese Schlüssel alles abbaut. Dann das zweite Buch. Das zweite Autor. Das können wir dann 20 Seiten. Voilà. Zwei Bücher. Wann ist dann den heutigen? Klicken. Oh. Bei dir, du hast es noch nicht gemacht. Ah, ganz genau. Das ist mir kein Fehler. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Remove all books. Und ich klicke direkt.
Och, ich doch nicht. Okay. Das ist auch kein Fehler. Das ist glücklicherweise auch nicht zusammengebracht. Ah. Division bei Zero Error, irgendetwas. Ja. Irgendetwas. Das heißt, muss ich dann nur etwas mit dem Wert machen. Etwas, was ich immer proposieren. Wenn den Average null ist, dann schreiben wir ein kleines Message. Wir haben nur ein kleines Chaos, dann schreiben wir die. No Book Center. Message. Ja. Voilà. Messages, Label, Set Text. Da können wir ein bisschen einen kleinen Dialog mit dem User machen. Das sollen wir da schreiben. No Books, No Average is possible. So etwas. Mhm. Good practice. Mhm. Good practice, ganz genau. Wenn das nicht der Fall ist, dann schreiben wir auch die richtige Moyen. Message Label, schreiben den auf das erste Platz. Kann noch ein spezielles Label dafür gebrauchen, dann hier wird das so schwer. Das ist Angabe spezifisch. Wenn es ein Average mit minus 1 als Return-Wert Golas hast, doch kann auch minus 1 testen. Voilà. Das wäre auch gut. Das wäre ähnlich. Mhm. Gefahr ist, den heute mit dem Null als allgemein immer. Machbar. Wenn minus 1, dann hängt von der Domain der Definition, wenn ich das so schön oder Mathe gesagt habe, bei den Funktionen. Ja. Wenn der minus 1 erlaubt das, dann geht es. Dafür wollte der Stadt das gerne mit dem Beispiel. Average of Number of Pages, Doppelpunkt, plus Average. Voilà. Ich spreche hier nicht das String Value of to, wenn da der Plus eine automatische Konkatenation und eine automatische Umwandlung auf Text möchte. Probieren wir mal, ob das geht. Starterprogramm, voilà, also Bibliothek hast du. Direkt, kein Buch, Average, voilà. No Books, no Average Possible, steht auch, the library is empty. Tipptopp, wenn man E-Buch, das Buch ähnt, man Autor ähnt, mit 10 Seiten. Probieren wir, ob das geht. Buch beigefügt, dann direkt Moyen rechnen. Das sind so Spezialfälle, das ist 0 bis 10 geteilt durch 1, ja, dann müsste 10 gehen, ja. 10. Das ist ein Double, das ist nur 10.0. Ich meine, ein zweites Buch dabei. Vom selben Noten, aber das gehen wir 20 Seiten. 10 plus 20, 30, 15. Dann müsste es klappen. 15 Seiten. Sehr gut. Mhm. Voilà, das ist das Prinzip. Wenn ich dann nur die Seiten 12 ändere, ich gehe auf 100, Modify Book, da haben wir ja letzte Woche, letzte Woche programmiert, Compute Average, 55. 100 plus 10 geht 110, das ist 255. Das klappt. Okay. Wir haben einen Moyen gerechnet. Super. Tipptopp. Gibt da noch irgendetwas zu sagen dazu? Nee, ich meine, das war es nicht. Nee, ich, voilà. Das ist der Algorithmus. Okay, ich meine, dann machen wir einen kleinen Break. Gesehen, dass dann nächstes Mal bei dem nächsten Algorithmus. Und merci für den Lauschen.